Hallo, heute gibt's Spitze. Sei vorsichtig zu Hause. Ich weiß nicht, ob es glatt ist, Teppich, Boden oder sonst was. Mach das, was du kannst. Ich gebe auch manchmal zwei verschiedene Möglichkeiten für dich. Und viel Spaß. Wir fangen an. Spitzenschuhe ordentlich anziehen. Füße parallel. Körper fest, Bauch ist drin. Becken ist nach unten. Ich halte die Länge, ich ziehe Wirbelsäule in die Länge. Kopf, Fontanelle nach oben. Rechts fang an, halbe Spitze, ganze Spitze, halbe Spitze ab. Halb, ganz, halb, acht. Ab, gestreckt hoch, streck die Knie, spann den Bauch an. Rolle weh, häng drüber. Rolle weh, wieder ab. Nochmal, halb, ganz, halb ab. Halb, ganz, halb Ferse ab. Rolle weh hoch, häng drüber. Komm hoch und roll wieder ab. Erste Position, das gleiche. Halbe Spitze, drüber hängen und so weiter. Dann Tendu rechts, passt. So, Tendu rechts, drüber schließen, Tendu links, spannen. Ich sage immer drüber hängen. Ich meine jedes Mal den Spann. Ich mache ein Tendu auf mir selber. Ich drücke meinen Spann raus. Komme wieder zurück und schließe. Wenn ich das mache, achte ich ganz arg drauf, dass ich nicht den kleinen Zeh drücke, sondern den großen Zeh. Stell dir vor, hier vorne muss alles ganz gerade sein. Ich darf keine Kurve drücken, ganz gerade. Großen Zeh mehr belasten als den kleinen Zeh. Dann sind wir fast fertig angekommen. Gerade stehen, acht Rollewehs hoch. Eins, zwei, vier Stück meine ich. Rücken halten, Wirbelsäule fühlen und Balance, Balance, Balance. Bleiben, bleiben, bleiben. Zur Erinnerung, wenn du auf Spitze bist, streck deine Knie. Im Plié, schönes Plié halten. Spann unten den Po an, dass die Knie zur Seite sind und nicht locker nach vorne hängen. Da geht der Meniskus kaputt. Wirklich anspannen. Knie über die Fußspitzen. Los geht's. Spitze. Benutz unten die Fläche. Du hast ja unten die Fläche. Fühl im Boden, dass die Fläche dir Halt gibt. Fühl, wo die Kante ist und dann kann man wunderbar balancieren. Nächstes nochmal mit zwei Händen zur Stange oder auch mit einer, wie es für dich angenehm ist oder eben Finger an die Wand wie so ein Gecko. Füße parallel, Knie gestreckt, Vorbereitung, Präparation ist Relevé hoch. Ein Bein rollt immer wunderschön durch, bis ins Plié. Das andere Bein presst vorne den Spann durch. Wieder dran denken, keine Bananen, das bringt alles nichts. Großer Zeh, großer Zeh, großer Zeh. Wieder hoch, Betonung ist oben im Relevé. Und halbe Spitze weich bis ins Plié. Und der andere Fuß, großer Zeh, großer Zeh.
Linie vom großen Zeh, diese Seite möchte ich dehnen und eben nicht die hintere. Mit Musik. Ich muss kurz checken. Hier. Und dann mach mit mir mit. Körper schön vorne halten, dreimal Relevé, das dritte Relevé halten. 1 und 2 und 3, 4 und 5 und 6 und 7, 8. Viermal in der ersten Position. Dann, wenn ich im Plié angekommen bin, kurz schummeln, zweite Position rausrutschen, viermal in der zweiten Position, viermal rechts vorne und auch kurz geschummelt tauschen und viermal links vorne. Ich hatte einen Lehrer, der hat mir einen guten Tipp gegeben. Also ich finde es ein guter Tipp. Fünfte Position, Relevé. Wenn du hier ein Plié machst, so ungefähr dort, die Waden aneinander, dort, wo meine Strumpfhose im Augenblick ist. Jetzt versuche ich das Gefühl zu halten, dass ich da berühre und gehe auf Spitze hoch und versuche das Gefühl aneinander zu lassen. Hopp. Und wieder runter. Hoch und runter. Wenn ich dann oben auf Spitze bin, ist die Box in der Mitte und auf beiden Seiten guckt dann die Ferse raus. Ich halte mich kurz fest. Hopp. Vorne, hinten aneinander und auf beiden Seiten gucken die Fersen raus. Auch hier wie bei einer Schere. Eine Schere, der Mittelpunkt. Da habe ich dann meine Connection. Und das hilft mir. Okay. Puh. Voll durchziehen. Die Übung ist ein bisschen knackig. Technik. Auf dem Boden ist. Auch die kleinen Zehen,
Auch die Hinterseite bloß nicht reinrollen. Nächstes. Échappé. Fünfte Position rechts. Wo geht los? Échappé. Double und hoch. Relevé. Relevé. Échappé. Double und zurück. Relevé. Relevé. Vierte zu. Zweite zu. Vierte zu. Zweite zu. Relevé. Entweder einmal Détourné Triple, dass ich dann links rauskomme. Oder siebenmal Changement, Relevé hoch, Plié auf Spitze, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relevé hoch, Plié auf Spitze, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann geht die andere Seite los. Arme, schön sparsam. Échappé, Double, Relevé, Relevé. Échappé, Double. Relevé, relevé. Jetzt sparsam bleiben. Vierte kleine Pose. Schließen. Échappé. Brava. Ein Arm, weil ich brauche ja den anderen sowieso an der Seite. Schließen. Échappé. Brava. Relevé hoch. Und dann umdrehen. Ich mache dann immer das leichtere. Bourré. Eine Runde umdrehen. Und du kannst dann für dich selber entscheiden, dass du dann Changement springst. Die Musik läuft für vier Runden. Ich mache zwei Runden mit und dann lasse ich die Musik laufen, dass du zu Hause entweder einmal schauen kannst, wie das Tempo ist, oder eben gleich vier Runden mitmachen. Fünfte, rechts vor Croisé geht's los. Échappé, Double zur Seite. Position rechts vor, relevé, relevé, passé, relevé, relevé, passé und Coupé hinten, Standbein, dort wo das Standbein ist, da ist mein Arm in der ersten, eins, zwei, drei und auf, zu, der vierte, dann bin ich auf der anderen Seite, relevé, relevé, passé, relevé, relevé, passé. Und eins, zwei, drei, vier. Und wieder rechts vor rauskommen. Wenn du dir unsicher bist, denk passé, weil du es noch nicht machst, weil dein Boden zu glatt ist, mach jedes Mal échappé zum Wechseln. Ich mach passé und wisst ihr was? Ich mache zweimal échappé, zwei Runden und dann zwei Runden mit passé. Es ist langsam. Fünfte rechts vor, geht's los. Thank you.
Bahn hier entlang machen. Wenn nicht, trink schnell einen Schluck, spann dich Picky Tours oder Chenets oder was auch immer. Guck, dass du Platz hast, dass es nicht glatt ist bei dir. Okay. Rechts vor. Ich mache 7 Relevés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mit einem leichten Cambré. Halte den Bauch. Also Cambré heißt da nicht, ich knick hier unten, sondern Cambré heißt, meine Schultern öffnen sich. Hier bin ich fest, hier halte ich alles. Nicht hier den Bogen anfangen, sondern im Grunde wie eine Stuhllehne. Ich mache oben den Bogen. 5, 6, 7. Dann entweder Échappé wieder, andere Seite, oder Échappé oder eben mit Passé. Meine Füße. Das schaffen wir jetzt noch. Letzte Übung. Achtung. Rechts vor fünfte Startlage.